Der Verkehrsfunk warnt vor extremem Winterwetter. Ein junges Paar fährt trotzdem mit dem Auto von Hamburg nach Dersentin in Mecklenburg. Sie haben dort gerade ein Gutshaus ersteigert. Sunny Johansen, Herr Johansen, kannst du uns ganz kurz schildern, worum geht das jetzt hier? Worum es geht, weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, dass es nicht gegen den Baum geht, hoffentlich. Ein Bekannter aus der Großstadt filmt die Tour. Alle sind aufgeregt. Sie haben Angst, stecken zu bleiben in der Mecklenburger Pampa. Echt total schon vergessen diesen Winter. Aber jetzt kommt es alles wieder hoch. Es war unglaublich viel Schnee. Die Verwehung auch, ne? Es war. Irgendwann meinte der mal zu mir, dass ich auch verpflichtet wäre, irgendwie meinen Weg frei zu schaufeln. Das war meine letzte Sorge. Kurz vor dem Ziel ist Ende Gelände. Aber es kommt Hilfe. Und zum Glück hat Sönkes Vater noch warme Decken und eine Schaufel ins Auto gepackt. Ich hatte eigentlich das Konzept mit dem Decke und Schaufel nicht verstanden. Und ich habe sogar Sönkes Vater ein bisschen geschämt, weil ich sagte, wieso müssen wir eine Schaufel und eine Decke ins Auto mitnehmen? Und dann habe ich gedacht, oh ja, diese Decke und diese Schaufel, so, wie gut ist das? Der filmende Freund traut seinen Augen nicht, als er das verlassene Gutshaus das erste Mal sieht. Ich erinnere mich nur, das war unglaublich kalt. Sehr kalt. Sie sind moderne Schlossgeister in alten Gemäuern und haben mehr Fantasie als Geld. Der eine macht alles selbst. Der nächste plant akribisch, um es wieder zu verwerfen. Eine junge Dame erklärt ihr Haus kurzerhand zum Kunstprojekt. Und andere suchen im ganzen Land immer neue Projekte. Was alle vereint, sie retten alte Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie werden dabei von einem Fernsehteam beobachtet. Seit mehr als 10 Jahren. Sönkes Freund Heiko Sander lässt die Kamera einfach laufen. Fassungslos streift er um das ganze Gebäude. Hier ist das Ding. Na gut, du bist. Fenster hier hinten runter. Heiko? Ich halte mich hier gut. Geht so. Sunny ist neue Hütte, würde ich sagen. Sunnys neue Hütte. Gute Sache. Ja, Heiko hat mich für verrückt erklärt, sowas überhaupt zu machen. Heiko hat mich für komplett verrückt erklärt. Er hat auch gesagt, er ist besser ohne Frau gekommen, weil die Frau würde das überhaupt nicht schön finden. Schönheit liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Ich hätte ja lieber sowas gehabt, also so quadratisch praktisch gut. Hätte mir ja besser gefallen, aber ja, gab's halt gerade nicht. Nur ein einziger Raum lässt sich beheizen in Dersentin, wo Sönke und Adriana seit einem Jahr hausen und bauen. Erst haben wir den Ofen gebaut. Um den Ofen ist alles andere entstanden. Genau. Dann kam die Küche, das Wasser. Und weil wir sind nur das Wochenende neben den Ofen geblieben. Wir klebten am Ofen. Ich erinnere mich nur an diese Ofen. Ich war neben den Ofen den ganzen Tag und da habe ich auch meine Füße da gestanden. Und du warst immer froh, dass ich dir Holz reingeholt habe. Genau. Und Holz gesägt habe und gehackt habe. Sönke ist Pharma-Manager. Seine Werkzeuge, Computer und Handy nützen hier gerade nichts. Die Axt ist stumpf. Ein hastiger Kauf im Baumarkt. Holz hacken, trockenes Holz, kein nasses. Ofen warm halten, immer nachschmeißen. Da war ich nur mit den Ofen beschäftigt essen, eigentlich. Essen, Wärme und Essen, das war so das war die Grundbedürfnisse. Auch auf Klo gehen war überhaupt kein Thema. Die Grundbedürfnisse waren Wärme und Essen. Vor dem Zu-Bett-Gehen das winterliche Ritual aus Argentinien. Ah, okay. Auch in der Pampa kann es ziemlich kalt werden.
Ist nicht gut. Entschuldigung, aber der Fand ich nicht, dass es ein bisschen spät ist, um jetzt noch die Mauern zu bedecken in diesem Gebäude. Genau, das. Der Stein. Der Stein. Aber das habe ich beigebracht. Weil meine Mutter hat das auch mir irgendwann erzählt. Man musste mit einem Stein ins Bett gehen. Dampft. Mit einem Zeitungspapier und dann ins Bett. Das ist ein alter Backstein, der da oben drauf lag. Den haben wir da schön eingewickelt und eine Zeitung. Muss man aufpassen, dass die Zeitung nicht verbrennt dabei, weil er so heiß ist. Und dann speichert sich die Wärme für 8-9 Stunden da drin. Und man hat halt immer irgendwas Hartes, aber Warmes im Bett. Und er hat das dann in die Mitte. Dann haben wir das, weißt du, unter der Bettdecke haben wir noch um den Stein haben wir uns noch den, haben wir uns gestritten, ne, wer den hat. Aber ich glaube, haben wir zwei Steine gemacht für jeden einen. Ja, ja, ja. Da hatte besser als eine Wärmflasche. Dann am Anfang war kalt, wir waren jung und jetzt und es war so, wir wussten nichts und jetzt denke ich, wow, wir hatten so viel gelernt und wir werden auch viele Sachen anders machen. Und was war das für eine Baustelle, ne? 42 Räume, 98 Fenster, ein Riesensaal und ein 35 Meter langer Flur. In über 100 Jahren unzählige Male um- und zugebaut. Nach 15 Jahren Arbeit ist das Gutshaus wieder ein gutes Haus. Die Apartments heißen jetzt La Pampa, Córdoba oder Mendoza. Aus der chaotischen Baustelle von Dersentin ist La Dersentina geworden. Eine Mecklenburger Estancia mit argentinischem Charme. Jeder Raum hat seine eigene Farbe. Es gab viel zu streichen für Sönke und Adriana und viel zu lernen. Aber da war diese Rosa. Ich weiß nicht, warum Rosa wir genommen hat. Aber das ist auch ein. Am Anfang hatten wir. Irgendwo gesehen, irgendeine Zeitschrift oder irgendwas. Ja, genau. Aber wir hatten am Anfang immer billige Farbe gekauft, ohne Erfahrung und selber gemischt. Das war ein Kopfschmerz. Das zweite Mal hatten wir eine bessere Qualität, aber immer noch selber gemischt. Und das dritte Mal hatten wir wirklich die Sache fertig gekauft. Genau. Und da hatten wir gemerkt, die Qualität war viel besser. Ja, du musstest nur einmal streichen. Genau, oder so. Einmal. Der Billigkauf kauft zwei oder dreimal. Es war ein langer Weg der Erkenntnis. Und sie haben viel Geld umsonst ausgegeben. Also bestimmt 50.000, 100.000 bestimmt. Ja. Locker, ne? Ja. Oder? Ja. Dani! 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 Hör ich nicht. Hört mich nicht. Dani! Also diese Szene ist natürlich auch legendär, ja, also weil Sönke. Es gibt mehrere Szenen, glaube ich, überhaupt, wo Sönke nach Dani ruft. Hey! Dani! Unmöglich. Ich muss hochgehen. Ich geh hoch. Oh, die Fassade. Das war ein Riesenthema. Das haben wir alles nicht berechnet. Das war alles im Förderantrag nicht mit drin, weil wir. Weil wir ja selbst geplant haben, du kannst nicht einfach was Neues raufmachen und das alte abschlagen. Wurde dann einem so gesagt, tja, der Putzer meinte, du musst erstmal das alte Ding runterholen. Ja, machen wir selbst, gut. 2012 beginnt der NDR eine Reportage über einige Gutshausretter. Erster Drehtag. Putzabschlagen in Dersentin. Gut, er hatte hier das Pech, dass die das halt zu DDR-Zeiten mal mit diesem schönen Zementputz versehen haben. Bei mir ist noch der Originalputz dran, der sieht jetzt vielleicht auch nicht viel besser aus, aber nicht, hält nicht ganz so gut. Also es wird nicht so dramatisch werden, den abzubekommen. Ja, Fassade, also das ist halt
für uns nicht so wichtig. Und für Philipp ist die Fassade auch nicht wichtig. So sind wir alle unterschiedlich. Ja. Also das ist ja eigentlich vielleicht auch das Lustige, dass diese Herangehensweisen halt anders sind. Für das Hochzeitsfoto ist das, sieht das natürlich besser aus, wenn die dann halt fein gestrichen ist, als wenn das aussieht wie der hohle Zahn von Philipp da irgendwie sowas, ja? Boah, ist ja ganz schön weit oben hier, ne? Ich helfe dir jetzt mit hier. Ich versuche mal bei dem alten Meister noch ein bisschen mitzumachen. So, hier vorne musst du aber ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ja, da geht es sonst runter. Ne? Nein, guck mal, die haben ja hier im Prinzip, sag ich mal, hier saß früher mal der alte Stuck drauf. Genau. Und hier war sozusagen ein halber Stein hier immer so vorgemacht. Das versuche ich ja hier immer den Leuten auch zu erklären, die hier ankommen und sagen, ja, aber wenn sie erstmal die Fassade fertig haben, dann ist es ja schön. Dann sage ich, nee, das bringt mir ja nichts. Ich sitze ja drin und gucke ja raus, dann müssen ja die Nachbarn die Fassade machen, damit ich was davon habe. Aber über 1000 Quadratmeter Putzabschlagen in Eigenleistung. Eine Herausforderung für Mensch und Material. Diese Schlagbohrer, da weiß ich noch, da haben wir Garantie drauf gehabt. Mhm. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Stück davon verbraten. Immer wieder Garantiefall, immer Garantiefall. Aber die sind wirklich die haben maximal eine Woche gehalten da. Und schon wieder muss der junge Bauherr zum Baumarkt. Seit Jahren verbringt er seine gesamte Freizeit mit seinem Sanierungsprojekt. Manchmal verflucht er in diesen Tagen den impulsiven Kauf auf der Auktion. Ich bin auch wirklich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe einfach den Arm gehoben, auf diese Versteigerung. Und da waren nur noch 1, 2 andere Leute, die es auch haben wollten. Aber tja, c'est la vie. Sönkes Schicksal hat sein Schulfreund Knut mitbestimmt. Sönke und wir sind ja zusammen in Hamburg, haben wir ja da die Schulbank halt gedrückt und auch gemeinsam Abitur gemacht irgendwann mal. Lange ist es her. Aber ich glaube, das hat Sönke angespurt. Das hat gesagt, dass weil du das kann, dann möchte er das auch machen. Also da hat er... Nicht ganz so, aber... Nein, das, also, nein, wenn ich das schaffe, dann kann er das auch okay, gleich schaffen. Okay, ja, ja. Sönke hat einen stolzen Preis bezahlt. Zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte weniger bezahlen sollen. Das stand in einem Euro drin und das war wesentlich mehr als ein Euro. Zwar nicht sechsstellig, aber kurz davor. Und Kumpel Knut hat ihn ordentlich angestachelt. Ja, das hat uns viel Spaß gebracht, das mit zu begleiten, die ganze Sache. Und wir sind auch schon gleich am Tag der Auktion dann zum Nachbarn gefahren und haben eine Flasche Schnaps vorbeigebracht. Sönke Johansen ist ein Sparfuchs. Ein kühler Kalkulierer, schon von Berufswegen. Gibt es da noch längere als diese hier? Nicht hier, wenn, dann müsste ich mal gucken, ob ich sowas garantiert bestellen kann. Oder? Na, ich glaube, ich nehme ein paar mit davon. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das heißt, paar? Wie viel sonst? Was kosten die? Das ist eine Frage. Sag ich ihm gleich. Wir haben halt am Anfang extrem wenig ausgegeben, auch fürs Haus. Es wurde dann immer mehr, weil wir auch nicht so viel hatten, ganz ehrlich. Also, Hinterradauts, 3 Euro. Da kann man nichts anderes nehmen. Mensch. Nimm mal ein paar von denen mit. Kann man noch ein bisschen runtergehen? Mhm. Sönke hat schon ein Gespür. Aber ich glaube, das hat er auch. Hat natürlich den Hang, manchmal dann die etwas günstigere, ins günstige Regal reinzugreifen und das dann halt so ein bisschen. Aber das ist halt das unterschiedliche Konzept. Also. Wer hatte nicht immer nur das und dass das Regal Baumarkt gekauft. Das war genau, eigentlich egal wo, wie. Weil da hatten wir nicht gemerkt, wie viel Zeit und Stunde und einfach eine Sache, eine schlechte Sache da fressen kann. Sie haben aus dem alten Kasten wieder eine kapitale Hütte gemacht. Das hat nicht nur Fördermittel verbraucht und Arbeitskraft verschlungen, sondern führte auch in eine waschechte Beziehungskrise zwischen dem kühlen Norddeutschen und der temperamentvollen Argentinierin. Sie fühlt sich vernachlässigt. Zwei Jahre lang war Adriana nicht mehr in Dessentin gewesen. Es war fast ganz vorbei. Aber sie ist zurückgekommen mit einem Wappen und einem neuen Namen für das Haus, damit es auch wirklich ein Teil von ihrem Leben wird. La Dessentina. Es gibt Phasen, wo man keine Lust mehr hat. Und ich hatte diese Phase schon. Und jetzt bin ich in der guten neuen Phase und mit Liebe.
Adriana war eifersüchtig auf das Haus. Ja, ja, wir haben uns natürlich auch das Private, waren wir da mal ziemlich zerstritten, manchmal auch wegen, ja, wegen solchen Projekten. Ja, ja, ja. Zerstritten, aber ja, wir waren schon, wir haben schon mal ein bisschen getrennt auch so ein bisschen. Genau, weil das Haus ist, eine, ist es auch eine Belastung, ja, wenn man denkt. Es war nicht nur schöne Momente, es war auch wie, wie, ich glaube, in einem Teil haben wir gesagt, man ist mit wie mit dem Haus in Bett und ist wie ein Dritter im Bett. Wie ein Dritter, ist es nicht jedes Paar ist geboren für so ein Haus, weil so ein Haus ist, wie gesagt, es ist ein Dritter im Bett. Ein gutes Haus, ne? Da muss man echt aufpassen, dass er nicht zu groß wird. Der Dritte im Bett. Ja, es ist wirklich so. Wir haben nicht umsonst so Spielkinder gekriegt. Das hat schon was damit zu tun. Die zentrale Treppe von La Desentina hat eine natürliche Beleuchtung von oben. Ein uraltes Prinzip. Vor 15 Jahren zeigt Sönke seinem Kumpel das ganze Haus. Den interessiert auch das Atrium im Dach, das Helligkeit ins Gebäude leitet. Dort machen sie eine unschöne Entdeckung. Was ist denn hier? Jetzt durchgeschneit. Ja, es hat mir reingeschneit. Nee, es ist reingeschneit von der Seite. Der Wind hat den Schnee auf dem Dach irgendwie reingeblasen. Da hatten wir dann immer Schnee oben im Dach. Und dann hat getropft auf den Genau, es ging dann durch, wenn es war ja kalt. Erst wenn es warm wurde, dann später im Frühling. Natürlich, aber man hat viele Sorgen zu dem Zeitpunkt. Die Ärgernisse im Dachgeschoss werden nicht weniger. Jahre später tropft es wieder. Oder immer noch. Der Lichtschacht ist der Schwachpunkt im Dach. Bis heute. Das ist jetzt natürlich eine pragmatische Lösung. Die hätte ich auch gemacht. Und das ist noch lang nicht alles. Unterm Dach residiert auch der gemeine Hausbock. Das nagt an einem auch. Also nicht nur an den Balken, sondern an der Psyche, an den Nerven. Ja, das macht einen fertig. Auch wenn das Dach Probleme macht, unten im Saal ist die Welt immer in Ordnung. Hier werden rauschende Feste gefeiert. Ja, Sönke und Adriana mögen das halt sehr gerne auch da zu feiern. Und das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht eine argentinische Art, dass sie solche Feiern halt mögen. Also, wir sind nicht so selber so uns selber zu feiern. Aber das sind wir alle unterschiedlich. An seinem 40. Geburtstag grölt Sönke mit seinem Schwager ein argentinisches Volkslied. 10 Jahre später der gleiche Song im gleichen Haus. Diesmal von Tochter Konstantine dargeboten. Und wenn gerade mal keine Gäste da sind, kann die Familie den Saal auch prima als privaten Fußballplatz nutzen. Immer wieder spielen sie hier das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich nach. Schließlich waren sie selbst dabei in Buenos Aires bei der Siegesfeier. Mit Konstantine und Schwesterchen Odine. Alle völlig aus dem Häuschen. Yeah!
Wir gewinnen nochmals. Was super. Das war super. Eine tolle Fahrt. 36 Jahre hatten wir gewartet. Und jetzt war so wie eine Stimmung, die wir zum Glück auch miterleben könnten. Und für Konstantine und für Odine war auch etwas von unserer Identität. Von meiner Identität zumindest. Und wir haben sehr, sehr genossen. Deshalb, Odine eigentlich kann weniger Worte sagen, aber eine davon ist Argentina. 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 Auf La Desentina kann es auch im Winter mollig warm sein, im ganzen Haus. Das liegt an der Heizanlage, die Sönke einbauen ließ. Ein Pelletkessel mit Pufferspeicher und intelligenter Steuerung. Oberstes Regal. Müssen wir mal den Heizkreis hier einstellen. Sein Baby. Bei Adriana droht schon wieder eine kleine Eifersuchtsattacke. Ja. Ich glaube, das war das erste Baby. Das war vor Konstantin. Ja, das war vor Konstantin, ja. Weil ich erinnere mich bis heute, ich hatte einmal mit Sönke, wir hatten uns gestellt und ich habe ihm gesagt, wieso hast du keine Erziehungsbuch gelesen, wenn du so viele Bücher über Heizung gelesen hast? Bis heute, ich weiß, das war. Und da habe ich gesagt, du hast nie ein Buch über Erziehung angefasst. Und ich meinte, Und es gab viele Folien, es gab so viele Magazine und alle Sachen über Heizung, bevor du diese Heizung. Tiefgründige Sachen über Heizung. Genau. Und fachlich und auf Zeit. Aber ohne Heizung lässt sich der große Saal nicht ganzjährig vermieten. Plastik, du hast auch gesehen, ne? Nee, da ist mir nur ein Foto gezeigt, genau. Und auch nicht ohne Fenster und Türen, die dicht sind. Jetzt lässt er nicht über Plastiktüren. Lässt er nicht über Plastiktüren. Die waren günstig, also 90 Euro kostet. Die Wand musste zugemacht werden, ich habe kein Geld mehr gehabt. So sieht alles andere gut aus. Treppe ist perfekt, Baluster, ja. Pulverbeschichtetes Schmiedeeisen. Ja. Man muss auch Abstriche machen können. So. Und ja. Super dickes Glas. Ja, schön. Also. Und alles andere überlasse ich dir. Ich höre es doch nicht zu. Nee, ist besser. Ist besser. Naja, also, mein. Rede. Und guck mal, da haben wir dann in der Mitte haben wir das breitere Fenster, haben wir gesagt, das muss bestimmt eine Tür gewesen sein. Mhm. Dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen diese schöne Thermotür gefunden, haben sie da reingesetzt. Das ist die hier. Ja. Ganz im Ernst, mal gucken, wo er ist. Sowas gehört in ein Reihenhaus, aber nicht in ein Gutshaus. Und so sieht es auch aus. Also, ich meine, ich will ja wirklich, wie gesagt, jeder soll es so machen, wie er denkt, aber ich finde es nicht so toll. Auch wenn Philipp hier mich gerade kritisiert, mit einer Plastiktür. Das ist eine Plastiktür. Ja, aber die hält dicht, die hat dreifach Verglasung und nicht wie seine Möchtegern-Fenster da. Also ich würde schon eine Plastiktür halt einbauen, wenn das halt eine provisorische Lösung halt ist, die dann halt irgendwie für 2 oder 3 Monate irgendwie so halt der Fall ist, aber normalerweise nicht vollzeitig. Normalerweise, aber das ist ja gerade das ist halt Sönkes Art. Also das ist halt er ist so stark. Er ist da halt pragmatischer und zieht das halt durch. Das ist auch eine Szene, über die wir sehr amüsiert haben. Ich würde es nicht machen, aber jeder darf das halt so machen, wie er selber es möchte. Und jeder darf auch seine Fehler selber machen, sagt Knut. Denn aus Fehlern kann man lernen. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Ich muss mal überlegen, ob ich noch einen zweiten LKW bestelle. Ist vielleicht doch besser. Ich noch 27 Tonnen bestelle. Aber es kostet mich wieder 400 Euro. Ja, der Weg. Ja, wir hatten dreimal diese Wege gemacht. Den Weg haben wir dreimal gemacht. Ich dachte, wir können ihn selbst machen. Dann haben wir die Seitendinger nicht dran gemacht. Dann ist das Gras reingewachsen nachher. Und dieses Vlies, was da unten war, das war, kannst du vergessen. Das Vlies gab es im Angebot. Das ist unglaublich. Und da waren so viele Steine. Stimmt, genau. Aber es war nicht ein Fehler von denen. Das war eigentlich oben drüber, ne? Das Haus. Weil das alles so uneben war. Uneben war, genau. Ja. Und das dritte Mal hat eine Firma gemacht. Richtig eine richtig gemacht, mit drei verschiedenen Art von Trecker. Ja, mit im Winter. Ja, genau. Ich muss mal ganz kurz rechnen, was mich das kostet hier.
ich noch einen Dings bestelle und ob ich noch Geld habe. Also 4,5 mal. Kostet mich 120 Euro. Ja, mach ich. Wieder otro. Ich habe ihn viermal gemacht. Ne, viermal? Doch, vier. Ja, stimmt, wir haben es viermal gemacht. Wir haben es viermal gemacht, weil wir, da mussten wir den Weg nochmal, wir wollten ihn nicht nochmal machen. Dann haben wir den viermal, das dritte Mal gemacht. Genau, richtig, ja. Und dann haben wir gemerkt, dass wir das Rondell so klein ist. Dann haben wir das Rondell war zu klein. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir auch einen Weg. Aber ich habe Baggerfahren gelernt, also das war... Das ist genauso wie Videospielen, also was ist da irgendwie sowas. Man hat einen Joystick und es ist echt sehr einfach. Sieht alles sehr kompliziert aus, ist es aber nicht. Auch wenn der Kies in der Auffahrt ganz schön Schotter kostet, es geht schließlich um die strahlende Außenwirkung vom Herrenhaus. Und bei einer Sommerparty vor 12 Jahren taucht ein junger Mann aus Ulm auf La Desentina auf. Es ist Philipp Kassai, gerade zu Besuch in Renso bei Knut Splett-Henning und Christina von Ahlefeld. Er schaut mal vorbei. Und ich weiß noch, als Philipp das erste Mal auf den Gutshausgedanken kam. Es war in der Midsommer-Remise irgendwie eine der ersten Midsommer-Remises, die wir gemacht haben. Da war Philipp hier und stand hier bei uns auf der Treppe und dachte, oh, geil. Ist jetzt schon beeindruckend. Und fertig, gut, sieht jetzt von außen fertig aus. Innen war ich ja noch nicht. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Und euch? Lange nicht gesehen. Hallo. Damals hat er angefangen zu suchen. Und er war in Dersentin. Doch, wir kannten ihn beide noch nicht. Und er ist ganzen Tag geblieben. Der war der letzte Gast abends und er hat mich 1000 Sachen gefragt. Und ich kannte ihn noch gar nicht. Seit jenem Tag gehört der Schwabe Philipp Kassai mit dazu. Das verlassene Gutshaus in Kobro hat es ihm angetan. Nur 30 Kilometer von Desentin entfernt. Philipp kauft das düstere Haus am Dorfrand. Und Knut und Christina sind wieder mal von Anfang an mit dabei. Philipp hatte das selber als Therapieaufgabe für sich halt irgendwo ausgesucht. Es war vielleicht, dass ihm einmal sein eigener Mut überrascht hat und zum Zweiten, dass wir vielleicht ihn auch noch so ein bisschen halb gezogen, halb geschubst haben. Aber ich wollte vielleicht hier oben anfangen zum Einziehen. Mit kleinen Räumen, einfacher zu heizen, nicht so viel Holz schleppen. Es war nur gut, dass die mich unterstützt haben, die zwei, also Knut und Christina, mich in meiner Entscheidung bestärkt haben und nicht jetzt gesagt haben, oh Gott, so wie alle anderen, oh Gott, das darfst du nie machen und wie kann das funktionieren? Und da sieht man jetzt eben. Sonst hätte man sich da wohl besser nicht darauf eingelassen, so wie normale Menschen das auch machen. Vor Philipp Kassai liegt eine gewaltige Aufgabe. Aber das ist ihm egal in dieser Zeit. Ihm ist das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann. Er hat keine Angst mehr. Vor gar nichts. Warum? Das erzählen wir in der nächsten Folge. Oh.